So, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, jetzt geht's weiter mit Let's Replay the Thing. Ja, wir sind hier im letzten Part stehen geblieben. Jetzt erkunden wir mal weiter, was hier so los ist in dieser kleinen Basis. Was gibt es hier? Auch seine Leiche. Hoffentlich gibt's nicht mehr davon. Ja. Hoffen können wir immer, aber ich glaube, es werden noch mehr. So, uns fehlen noch zwei Flugzeuge, an denen wir das C4 anbringen sollen. Aber ich möchte jetzt mal hier gucken, was hier so ist. Okay, reparier das mal. Jetzt das andere. Jawohl. Danke. Oh. Hier hat es ganz schön die beiden erwischt. Sogar drei davon. Wahrscheinlich haben die sich hier versteckt oder so. Ja, die armen Kerle haben es leider nicht rausgeschafft. Ah, Moment. Okay. Ich kenne diesen Ort. Gut, das ist ein Arzt. Ich muss ihn ganz schnell retten. Hier. Ich möchte hier vorsichtiger sein, weil dort ist nämlich eine Ölspur und sogar die explosiven Fässer dazu. Und ich möchte hier kein Risiko eingehen, dass ich hier gleich auch in die Luft gehe. Ich möchte lieber das Ding jetzt alternativ verbrennen. So, Reed. Von dem war doch die Rede bei dem Rechner im letzten Part. Der hat sich da mit Reed zusammengeschlossen. Still, ich mach das schon. Dankeschön. Der Reich scheint sicher. Ja, für den Anfang. Oh. Ja, das sieht nicht niedlich aus. Wir verschwinden mal. So. Wir haben einen neuen Kumpan. Jawohl. Schon gut, Memme. Ich hasse diesen Job. Das kannst du laut sagen. Super. Ich prüf dich mal. Na gut, einverstanden. Okay. Fürs Erste ist er nicht infiziert. Gut zu wissen. So, Jungs. Ich nehme mal ein bisschen Munition. Dankeschön. Ich gebe dir noch ein bisschen. Okay. Okay, das war's. Das war der letzte Vorrat an Schrotflintenmunition. Das Ding haben sich auch hier verschanzt. Auch tot. Also man kann auf jeden Fall hier feststellen, dass die Leute haben hier versucht, Experimente mit diesem Ding hier zu machen und es ging daneben und das gesamte Personal oder ich würde sagen fast das ganze Personal wurde hier dann ja von dem Ding getötet und massakriert. So, aber bevor ich nach oben gehe, möchte ich erstmal die anderen Flugzeuge jetzt aufsuchen. Ach, wisst ihr was? Ihr kommt beide mit. Auf dem Schwierigkeitsgrad schwer sind da statt einer Wache beim Hangar zwei Wachen. Wenn ich mich nicht irre. So. Tschüss.
Okay. Jetzt das letzte. Da ist schon die Wache. Perfekt. So, damit haben wir jetzt unsere kleine Ruhe. Jetzt können wir ganz in Ruhe die Hangars durchsuchen. Okay, da gibt es nichts. Ich muss von der anderen Seite. Okay, hier gibt es wohl nichts. Hm? Was ist denn da? Scharfschützengewehr. Na Jungs, wir wurden zu spät zu der Party, oder? Tschüss. Ja, Scharfschützengewehr werde ich auf jeden Fall keinem der Teamkameraden hier geben, weil die Munition dafür ist sehr rar. Und ich würde das lieber jetzt nicht einfach so verschwenden. Und vor allem der Granatenwerfer. Leute, tut euch einen Gefallen. Gebt niemals euren Kameraden einen Granatenwerfer. Vertraut mir, das... Damit schafft ihr noch mehr große Probleme, weil es kann auch passieren, dass eure Kameraden dann aus Versehen eine Granate auf euch schießen werdet. Und dann, ja, dann ist automatisch Game Over. Also merkt euch, Scharfschützengewehr und Granatenwerfer nicht gut. Am besten behaltet ihr es selbst. So Jungs, ihr kommt mit. Och nee, bitte sagt mir nicht, dass das jetzt wieder anfängt, oder? Bleibt er wieder da beim Zaun feststecken, oder wie? In dem Spiel kann es passieren, dass eure Kameraden bei irgendeiner blöden Stelle einfach feststecken und sich nicht dann mehr bewegen wollen. Manchmal passiert das an bestimmten Orten, manchmal passiert es zufällig. Also da passt lieber auf, wo die Kameraden, wo eure Kameraden sich aufhalten. Am besten lässt sie in irgendeinem Raum da bleiben, anstatt dann durch die ganze Gegend da mitzubringen, wo dann das Risiko hoch ist, dass die irgendwo da feststecken. Eine weitere Leiche. Ich glaube, ich höre hier einen Dicken. Ich bin okay. Hier ist er nicht. Sieht nicht gut er ist aus. Hier. Da ist ich er. Mach das schon. Ich bin okay. Lauf mit dem Ganzen, wir werden hier sterben. Wir werden hier sterben. Du hast eine Waffe, meine Fresse. Und du hast mich. Solange ich da bin, können euch die Dinger hier nichts anhaben. Vor allem, ich habe auch sogar einen Flammenwerfer. Okay. Jawohl. Das wäre erledigt. So, jetzt auf zu den C4. Okay. Erstmal bleibt mal hier stehen. Ja, Sir. Okay. So. Schön. Ich kann zwei C4-Ladungen von hier beschießen und zur Explosion bringen. Aber nach dem ersten Schuss wimmelt es hier von Sicherheitsleuten. Für die anderen zwei muss ich mich auf die andere Seite des Turms rüberschleppen. So ist das. Weil hier geht es nämlich jetzt gleich auf Zeit. Und sobald ich jetzt gleich das erste Sprengstoff hier detoniere, dann bleibt mir nur noch ein paar Sekunden Zeit,
damit ich die anderen auch schaffe, weil die Hangar-Tore gehen jetzt zu. Ich muss hier ganz schnell agieren. Und das letzte. Perfekt. Damit ist jetzt Whitley und seine Kumpanen jetzt nicht in der Lage, dieses Ding zum Festland zu bringen. Ich würde es aber besser noch bevorzugen, die Flugzeuge komplett zu verbrennen, mitsamt der Fracht, um sicher zu gehen, dass jetzt kein anderes Sicherheitsgitter kommt und das ganz sicher. Sind da noch mehr? Still, ich mach das schon. Dankeschön. So, jetzt müssen wir. Wir sind im Eimer. Ich mach das hier raus. Für uns gibt es jetzt nichts mehr hier zu tun. Aber hier gibt es einen dicken. Hier geht's gut. Da ist er. Das ist dieser Läufer, den wir damals mit Pace und Williams. Also diese Sorte haben wir damals mit Pace und Williams besiegt. Und die haben uns dann ganz schön ärgerlich angebrockt. Ein du Scheusal. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, als ich das Spiel zum ersten Mal als Anfänger gespielt habe, wie die Läufer mir da enorme Probleme bereitet haben. Oh Mann, das kann ich nicht sagen. Ich jag mal die Füße in die Luft. So, der Weg ist frei. Perfekt. So Jungs, ich würde mal sagen, ich nehme von euch die Waffen jetzt mal weg. Weil das jetzt das letzte Mal, dass ich euch hier wieder, dass ich euch jetzt hier sehe. Ihr müsst irgendwie schon alleine hier rausschaffen. Okay. Ja, Sir. Ich gehe jetzt mal weiter. So, der nächste Level. Zugang zur Waffenkammer verschaffen. Scheint eine Untergrundbasis zu sein. Schlüsselkarte erforderlich. Okay. Ja, da ist ein Dicker. Geht's dann nicht weiter? Da bin ich durch. Ach, hallo, mein Schöner. Ekelhafte Dinger. So, was können wir hier so Schönes finden? Granaten, Schrotflintenmunition und Flammenwerfer und ich glaube noch einen weiteren Granatenwerfer.
müssen jetzt hier rauf. Weil damit kommen wir dann noch tiefer in diese Basis rein. Zieh dich. Oh, Munition, dankeschön. Gib mir eine Waffe. Wo kommst du denn jetzt her? Cohn. Okay. Bleib mal stehen, verdammt. Jawohl. Cohn, bleib mal stehen. Warum ist der geflohen? Ah, da haben wir schon die Antwort. Die Soldaten. Ey, vor deren Füßen laufen diese Dinger da und die erschießen die nicht. Wie dumm müssen die eigentlich sein, ey. Ja, komm schon. Eine Pistole. Endlich. So, Cohn. Du gibst mir mal das Sturmgewehr, ich gebe dir mal die Pistole. Ja, Sir. Und du kommst mit. Jawohl. Und pass auf, dass du jetzt nicht stirbst. Weil bei diesem Levelabschnitt werde ich dich richtig groß brauchen. Vertrau mir. Moment, da ist noch eine. Tschüss. Was zum... Die scheißen uns hier ein. Nee, bitte. Oder besser gesagt, die bespucken uns hier mit ihren... Ich weiß, was das ist. So eine Flüssigkeit. Sie macht euch keinen Schaden, aber dafür verlangsamt sie euch. Ja, was ist denn von mir? Ich versuche hier das schon. Das ist nicht so leicht. So, und diese Kamera da. Perfekt. Danke für die Heilung. Ich hoffe, der mutiert gleich nicht. Weil ich möchte das nicht. Ich will, dass er am Leben bleibt. Cohn, du bleibst hier. Wer kommt denn da? Schon zurück. So. Ist nur ein Kratzer. Bestimmt waren dann jetzt nicht so viele, jawohl, aber... Shit, ist das übel. Ja, so kann man sagen. Den Dicken haben wir gerade noch die gebraucht. Mhm. Ah, ein Grafikfehler. Mhm. Wundert euch heute, die Zuschauer, nicht. Das ist ein kleiner Grafikfehler hier.
Es kommt richtig oft, wenn man hier die Gegner verbrennt. Das wird hier oft auftauchen. Cohen, heile mich. Cohen. So gut, Memme. Halt die Klappe. Sei du mal froh, dass ich dich geredet habe. Oder bist du, dass ich dich hier gleich allein lasse mit diesen Dingern? Ich kann es gerne machen, Mann. So, Cohen, zeig, was du drauf hast. Ach, was soll's. Oh ja. Dieser Abschnitt. Der ist richtig nervig. Wow, 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 wow. Was war das denn jetzt gerade? Hab ich das gerade gesehen? Die Granate ist auf einmal zurückgeflogen. Das bricht alle Gesetze der Physik, verdammt. Da war keine Wand. Wie ist das passiert? Ist nur ein Kratzer. Das musst du gerade sagen. Kratzer. Ich habe hier Kugeln, Bisse und weiß was ich sonst abbekommen und du sagst, das ist nur ein Kratzer. Mhm. Kann ich verstehen. Aber du bist ja der Sanitäter hier. Du weißt ein bisschen mehr. Okay, kaputt. Schön. Ich speichere hier mal auf jeden Fall, weil das ist ein ekelhafter Ort hier. Hier gibt's nichts. Du. Ja, bald die Munition. Oh, da ist noch eine Kamera. Okay. Lass mal schön stehen. Verdammt! Diese Kameras sind hier richtig nervig. Wo kommst du denn jetzt her? Ich hab dir doch gesagt, du sollst da stehen bleiben. Natürlich, war das klar. Verdammt, 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 Wand! Ich war dafür bereit, sagen wir es mal so. Cohen? Still, ich mach das schon. Jawohl! Verdammte Kameras. Geht schon mal kaputt, verdammt. Geht doch.
die fasse ich nicht an, weil die sind deaktiviert. Von? So gut, Memme. Sei einfach ruhig und heile mich. So, den Schalter betätige ich nicht. Ein kleines Easter Egg an den Poster von The Thing. Gut. Ja, okay, das kann ich von dir nicht wegnehmen. Sehr schade. Gut, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten. Ich würde mal sagen, jetzt, ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Replay The Thing. Bleibt dran, es wird weitergehen.